Quarantäne, Hausarrest, Hashtag wir bleiben zu Hause. Das kann einem ganz schön Angst machen, verunsichern. Was ist, wenn ich vereinsame? Was ist, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt? Was ist, wenn es noch schlimmer wird und ich mich nicht mehr versorgen kann? Mir gehen noch ein paar mehr Fragen durch den Kopf. Was ist, wenn ich aus dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, Corona mit nach Hause bringe? Was ist, wenn mein anderthalbjähriger Sohn emotional verkümmert, weil er nicht mehr zweimal die Woche zur Krabbelgruppe gehen kann oder seine Großeltern besucht? Fragen über Fragen, Sorgen über Sorgen. Und dann lese ich die Geschichte von Paulus in Philipper 4. Paulus steht unter Hausarrest in Rom, kann das Haus nicht verlassen, kann nicht mehr als Zeltmacher arbeiten, um Geld zu verdienen und Lebensmittel zu kaufen. Aber er ist nicht allein. Er hat die Gemeinde Philippi, die zu ihm hält, die Geld sammelt und ihm Lebensmittel kauft und sie vorbeibringt. Paulus ist begeistert. Nicht nur von der Gemeinde, die so viel gibt und so wenig hat, sondern auch von Gott, der wieder mal hält, was er verspricht, nämlich dass er uns ja, behütet, in seiner Hand hält, in schwierigen Zeiten immer zu unserer Seite steht. Ja, und auch aus jeder noch so misslichen Lage Zuversicht bringt. Gott lässt uns nicht allein im Hausarrest. Das bedeutet nicht nur, dass er uns Menschen an die Seite stellt, die uns helfen oder versorgen, für uns einkaufen gehen, sondern auch, dass er aus diesem Hausarrest das Beste herausholt. Mein Mann, mein Sohn und ich verbringen so viel Zeit wie selten miteinander. Morgens kuscheln wir noch gemeinsam im Bett. Dann wird ausgiebig gefrühstückt, der Garten auf Vordermann gebracht. Wir verbringen jede Minute des Tages miteinander und Thies liebt es. Wir telefonieren mit der Familie, was im Alltag selten vorkommt. Jede Kleinigkeit wird besprochen und berichtet. Wir tauschen Werkzeug mit den Nachbarn gegen selbstgemachte Marmelade, natürlich in sicherem Abstand über den Zaun gereicht. Ich würde es eine Seifenblase der Verbundenheit nennen, die dadurch entsteht. Durch seinen großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Philipper 4, Vers 19.